unsere Themen am Donnerstag. Das sind die Pläne der neuen Weltspiegel-Geschäftsführung. Energie steht auch weiterhin hinter Maximilian Zimmer. Und eine neue Ausgabe Einsteiger TV. Das und mehr gleich hier bei LTV Aktuell. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Im Moskito läuft die 2-für-1-Aktion. Das heißt, für Sie zahlen Sie das teurere Gericht und erhalten Sie das zweite gratis dazu. Vom 28. Januar bis 28. Februar. Und das Beste, Gruppen ab 7 Personen erhalten einen Ramazzotti oder einen Espresso gratis. Moskito, enjoy the sunshine. Hallo und herzlich willkommen zu LTV Aktuell am Donnerstag. Die BTU Cottbus-Senftenberg hat heute Nachmittag die Wahl zur Hochschulperle des Jahres gewonnen. 3.000 Euro gehen an das innovative Projekt College Plus. 6.000 Wähler haben sich dafür entschieden. Studenten können sich mit College Plus an der Uni einschreiben und 2 Semester lang verschiedene Studiengänge ausprobieren. Das Cottbuser Filmtheater Weltspiegel ist ein Kino mit Geschichte. 2011 hat das Gebäude 100-jährigen Geburtstag gefeiert. Es ist der älteste Kinozweckbau in Brandenburg und bei den Cottbusern beliebt für die besondere Atmosphäre. Seit dem 1. Januar hat das Kino neue Betreiber und die möchten einige Dinge anders machen. Wenn abends der Kinosaal voll ist, hat die Schicht von Kerstin Adam schon längst begonnen. Und zwar da, wo alle anderen nicht hinkommen. Kerstin Adam ist neue Geschäftsführerin der Weltspiegel GmbH und hat das Innenstadtkino seit Anfang des Jahres übernommen. Bisher war sie für das operative Geschäft verantwortlich. Vorführungen planen und programmieren gehört für sie trotzdem noch zum Alltag. Denn Unterstützung bekommt sie von Wulf Sörgel. Er ist 2. Geschäftsführer und betreibt schon 3 andere Filmtheater in Berlin. Gemeinsam wollen sie den Weltspiegel noch attraktiver machen. Wir wünschen uns natürlich, dass wir die Jugend auf unser Haus dann auch mal wieder ein bisschen ansprechen, dass man das Interesse an so einem charmanten Gebäude findet. Die Architektur ist toll. Wir spielen natürlich moderne Filme als auch ein bisschen speziellere Filme, sodass wir hoffen, jedermann irgendwie damit ansprechen zu können und dass für jeden irgendwas dabei ist. Wir haben verschiedene Veranstaltungen, Live-Sachen hier drin, Lesungen hier drin, Kabarett hier drin, alles Mögliche, was es irgendwie gibt, sodass wir hoffen, alle Altersklassen irgendwie bedienen zu können. Der Weltspiegel soll also auch unter den neuen Betreibern nicht nur als Kino genutzt werden, sondern auch weiterhin als Event-Location dienen. Buchlesungen sollen in Zukunft genauso dazugehören wie bisher und natürlich spielt auch das Filmfestival weiterhin eine große Rolle. Kerstin Adam will aber vor allem noch mehr junge Leute für das Haus begeistern und kann sich auch Tanzveranstaltungen vorstellen. Denn auch wenn es mit etwas Aufwand verbunden ist, die Sitze sind abbaubar. Bei genau so einer Tanzveranstaltung ist ihr der Weltspiegel nämlich ans Herz gewachsen. Da waren ja auch die kleinen Säle alle geöffnet, sodass man überall mal reinlunchen konnte. Es lief da mal ein Film, ein Stummfilm, da konnte man da drin sich mal nett zurückziehen. Hier drin war eben Tanz und viele Freunde und Feier. Und ja, da habe ich eben dieses Gebäude erstmal richtig wahrgenommen. Und dann durch das Arbeiten hier, dass man hinter die Kulissen schauen konnte, die interessante Kinoarbeit eben auch selbst für sich erfahren konnte. Und seitdem wächst eigentlich von Jahr zu Jahr die Liebe zu dem Haus. Kerstin Adam wird aber auch als Geschäftsführerin noch öfter hinter der Theke zu sehen sein. Der Duft vom selbstgemachten Popcorn und die Kinobesucher locken sie dann doch immer mal wieder aus dem Büro heraus. Für den Cottbuser Ostsee sind neue Radwege geplant. Die sollen von Cottbus aus zum ehemaligen Tagebau führen. Das hat Umweltdezernent Thomas Bergner bekannt gegeben. Die Stadt will noch in diesem Jahr über 400.000 Euro Fördergelder dafür ausgeben. 2020 dann noch einmal 300.000 Euro.
Am Samstag steht für den FC Energie Cottbus das erste Pflichtspiel 2019 an. Bei der ersten Pressekonferenz des Jahres ging es aber weniger um Taktiken, Startaufstellungen und Strategien. Genauer gesagt waren zwei Spieler das große Gesprächsthema. Der FC Energie Cottbus hat derzeit so große Personalsorgen, dass man eigentlich gar nicht weiß, wo man da anfangen soll. Dennoch fielen auf der heutigen Pressekonferenz zwei Namen besonders oft. Der erste ist Maximilian Zimmer. Den Mittelfeldspieler hat es besonders hart getroffen. Er hat sich das vordere Kreuzband gerissen. Erst im März kann er operiert werden. Danach muss er mindestens 6 Monate pausieren. Womöglich wird er in diesem Jahr kein Spiel mehr absolvieren. Zimmers Vertrag läuft im Sommer aus. Der Verein stellt sich aber zu 100% hinter den Spieler. Nachdem die Bekanntgabe kam, dass er das vordere Kreuzbandriss kaputt hat, habe ich ihn angerufen und gesagt, dass wir jetzt sofort den Vertrag verlängern würden, wenn er das möchte. Und das möchte er. Da gibt es nicht groß zu verhandeln und zu diskutieren, sondern gibt es nur zu unterschreiben. Ja. Und ich finde, das gehört sich einfach. Ein Spieler, der sehr verdienstvoll, sehr gewissenhaft und sehr professionell seit den 1.7.2017 das Projekt begleitet, dass man gerade in so einer schwierigen Situation ihn unterstützt und in seiner Reha so begleitet, dass er mit sehr gewissenhaft und sehr sachlich sich wieder vielleicht hoffentlich zurückarbeiten kann. Der Vertrag mit Zimmer soll nach der aktuellen Transferperiode im Februar verlängert werden. Ein anderer Vertrag wurde hingegen zur Überraschung aller aufgelöst. Und damit wären wir beim zweiten Namen. Kapitän Marc Stein und der FCE gehen getrennte Wege. Es wird recht vage von familiären Gründen gesprochen. Präsident Werner Fahle deutete in einem Interview leichtes Unverständnis für Steins Entschluss an. Der Vertrag wurde schon am Freitag aufgelöst. Verkündet werden sollte das jedoch erst nach dem Testspiel gegen Magdeburg, sehr zum Ärger des Trainers. Was ich nicht wieder machen werde, ist, dass ich mich letzten Samstag dahinstelle und erkläre hier von Virus und Nicht-Virus und hin und her. Es war aber eine Vereinbarung, dass diese Pressemitteilung erst am Montag rausgeht. Und ich stehe dann da und werde die Frage gestellt, wo war Marc Stein? Was soll ich dann sagen? Er hat sich heute Urlaub genommen oder hat sich ein freies Wochenende? Das werde ich nie wieder machen, weil das nervt mich, sich wohin zu setzen und dann irgendwelche Geschichten zu erzählen oder so drumherum zu reden und mich dann noch anschließend noch dafür rechtfertigen. Das kotzt mich am meisten an. Ich muss mich für Sachen hier rechtfertigen, das ist abenteuerlich. Das ist wirklich abenteuerlich, das werde ich nie wieder machen. Wenn eine Entscheidung gefällt ist, dann muss diese Entscheidung sofort kommuniziert werden von denen, die sie dann auch entgefeilt haben und beziehungsweise von dem Spieler, der sie dann den Wunsch gehabt hat, den Vertrag aufzulösen. Bleibt noch die Frage, wer nun Kapitän wird. Eine Entscheidung fällt derzeit nicht leicht. Normalerweise, wenn Marc Stein immer die Mannschaft geführt hat, dann ist ja der nächste Nachrückende, war Tim Kruse, verletzt. Kevin Weidlich, verletzt. Witteritti, verletzt. Alex Meyer in Stuttgart, können wir auch noch mal fragen, der war auch noch drin. Na, immerhin hat der Trainer seinen Humor nicht verloren. Eine ernste Antwort gab es aber auch. Wenn er spielt, wird Lasse Schlüter vorerst die Kapitänsbinde übernehmen. Hermes liefert in der Cottbus Innenstadt ab sofort Pakete mit 2 Lastenrädern aus. Die E-Bikes sollen die Auslieferung umweltfreundlicher machen und schon bald Lieferwagen ersetzen. Das Ganze ist ein Testlauf für das Mobilitätskonzept Urban Blue. Weitere Tests gab es auch schon in Berlin und Rostock. Zu dem Brand gestern in der Chilonagura-Straße gibt es neue Informationen. Das und mehr erfahren Sie jetzt in den Kurznachrichten. Erste Erkenntnisse. Am Mittwochnachmittag hat in der Gülonagura-Straße in Sachsendorf eine Wohnung gebrannt, LTV berichtete. Mittlerweile hat die Polizei genauere Informationen veröffentlicht. Demnach ging das Feuer von der Wohnung eines 25-jährigen Asylbewerbers aus Eritrea aus. Zudem sollen Zeugen von einer vermeintlichen Explosion berichtet haben. Gas könne dabei wohl ausgeschlossen werden, da keine entsprechende Leitung an der Wohnung anliegt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Feuer wurden 3 Bewohner verletzt und mussten im Klinikum behandelt werden. 34 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sportliches Cottbus.
Der Stadtsportbund hat seinen Sportkalender für das Jahr 2019 veröffentlicht. Das 58 Seiten starke Heft bietet einen Überblick über kleine und große Sportveranstaltungen, die in den nächsten Monaten anstehen. Zudem findet man darin Kontaktdaten zu den meisten Vereinen der Stadt und Angebote für den Vorschul- und Kindersport. Neu ist diesmal eine Übersicht über alle Cottbuser Sportstätten. Der Kalender liegt im Rathaus, in der Stadtinfo, beim Stadtsportbund und im Sportzentrum aus. Keine Einigung. Gestern traf sich die Gewerkschaft Verdi mit Vertretern des Karl-Thiem-Klinikums. Es ging dabei um Tarifverhandlungen für die rund 2000 nichtärztlichen Mitarbeiter und Auszubildenden am Krankenhaus. Verdi fordert dabei die Angleichung an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes an Krankenhäusern. Die Schere zum Haustarifvertrag des CTKs sei zu groß. Das CTK lehnt das jedoch ab. Die Verhandlungen gehen am 13. Februar weiter. Es geht bei den Verhandlungen auch um die 170 Mitarbeiter der Team Service GmbH. Die Geschäftsführung hatte das Angebot um 2% erhöht. Das hielt die Gewerkschaft aber für zu wenig und lehnte ab. Am Wochenende beginnt die Handwerkerausstellung in der Messehalle. Dafür haben sich rund 300 Aussteller angekündigt. Sie fragen sich, was sie dort so erwartet. Hier schon mal ein kleiner Einblick. Hier wird noch gemauert, gehämmert und gehobelt. Auch bei der 29. Handwerkerausstellung zeigen die regionalen Handwerksbetriebe wieder, was sie können. Trotz der vollen Auftragsbücher nutzen in diesem Jahr auch wieder 25 neue Unternehmen diese Bühne für sich. Wir werden ja Ende Januar die 29. Handwerkerausstellung hier in der Messe Cottbus durchführen. Und natürlich erwartet die Gäste wieder ein ganz großes, ein ganz breites Angebot an Handwerkskunst. Wir werden rund 300 Aussteller hier in der Messe begrüßen können. Und da ist also, ich sag mal, vom Floristen bis hin zum Baugeschäft alles dabei. Die Dachdecker sind dabei, aber eben auch alles, was das leibliche Wohl angeht, seien es die Bäcker, seien es die Fleischer, also ein ganz großes, breites Angebot. Die Handwerkerausstellung ist die größte Leistungsschau dieser Art in Brandenburg. Neben dem Bauhandwerk ist aber unter anderem auch das Nahrungsmittelhandwerk gut vertreten. In den gläsernen Backstuben und Fleischereien können die Besucher sehen, wie die Lebensmittel nach alter Tradition hergestellt werden und nebenan können sie sogar gleich mal kosten. Denn auch in diesem Jahr messen sich die Bäcker, Konditoren und Fleischer wieder bei den traditionellen Nahrungsmittelwettbewerben und suchen auch einen jeweiligen Publikumsliebling. In den 29 Jahren Handwerkerausstellung sind aus anfangs knapp 30 nun 300 Aussteller geworden. Und auch der Stellenwert in der Region ist gewachsen. Die Handwerkerausstellung gehört zu den größten Messen, die wir hier auf dem Messegelände in Cottbus haben. Und ich freue mich auch, dass wir in diesem Jahr eben wieder starke Partner mit an unserer Seite haben, mit der Kreishandwerkerschaft, mit der Handwerkskammer, aber auch mit der Sparkasse Spree-Neiße, die eben über viele Jahre uns hier die Treue halten und gemeinsam mit uns diese Messe auch zu einer der größten, nicht nur in der Region, sondern es ist eigentlich die größte Handwerkermesse auch im Land Brandenburg entwickelt haben. Das wäre natürlich auch ohne die Handwerksbetriebe nicht möglich gewesen. Deswegen werden auch wieder Unternehmen, die schon 10 bzw. 20 Jahre dabei sind, mit dem silbernen oder goldenen Specht ausgezeichnet. Am 26. und 27. Januar ist die Messe von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Für 5 Euro Eintritt kann man sich von den Betrieben aber nicht nur beraten lassen oder sich einfach ein paar Tipps und Anregungen holen. Die Eintrittskarte gilt gleichzeitig auch für den Bus-Shuttle. Der fährt jede halbe Stunde zwischen Hauptbahnhof und Messehalle. Und jetzt darf ich direkt an meine Kollegin Nicole Lemke abgeben. In der neuen Ausgabe Einsteiger TV geht es um die Leidenschaft zu historischen Fahrzeugen. Das klingt nach Straßenbahn und Busromantik. Lassen Sie sich überraschen. Nach dem Wetter läuft dann auch noch eine neue Folge von Augenblick mal. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, tschüss, machen Sie es gut.
Hallo und herzlich willkommen zu Einsteiger TV, dem Magazin rund um Cottbusverkehr. Ich stehe heute hier am Cottbusser Busbahnhof. Seit vielen, vielen Jahren fahren hier die Busse für den Stadt- und Regionalverkehr in unsere schöne Region und darüber hinaus. Aber das wird sich bald ändern. Mit der Eröffnung des Hauptbahnhofes wird auch der Busbahnhof dorthin verlagert. Es gibt ja viele Menschen, die haben Straßenbahnen sehr ins Herz geschlossen. Wir nennen sie liebevoll unsere Straßenbahnfans. Aber nicht nur Straßenbahnfans, ebenso gibt es viele Busfans. Ich habe erst letztens einen getroffen, der mir erzählt hat, dass er schon als Kind aus allen möglichen Sachen immer Busse gebastelt hat. Und wenn es die Pappe der Toilettenpapierrolle war. Mit so einem großen Busfan habe ich mich heute verabredet. Und was gibt es da für einen besseren Ort als unseren alten Icarus-Bus? Ulrich Tomsch ist seit über 45 Jahren bei Cottbus Verkehr beschäftigt, davon sogar 10 Jahre als Geschäftsführer. Er ist ein waschechter Busfan und wir fühlen ihm heute mal auf den Zahn, warum. Herr Tomsch, wie kam die Leidenschaft zu Bussen oder zu historischen Fahrzeugen? Ja, diese Leidenschaft gibt es bei mir eigentlich schon seit Kindesbein. Habe ich mich dafür interessiert, für Schienenfahrzeuge, für Busse, alles, was sich irgendwie in der Natur bewegt. Und ich habe gehört, Sie richten auch Ihre Urlaube nach den Orten aus, wo sich besonders historische Fahrzeuge befinden. Ist das richtig? Ja, das ist richtig, aber nicht nur historische, sondern auch moderne. Also bei unserer Urlaubsplanung fahren wir immer dorthin, wo es irgendwas auf Schienen oder auf Gummirädern bewegt. Und die Familie, die macht das alles mit? Die Frau kommt immer mit? Ja, die Frau kommt immer mit. Sie hat sich daran gewöhnt. Und sie macht auch die Depotbesichtigung mit, die dann immer mit verbunden sind. Das ist kein Problem. Aber man sieht ja auch vieles andere und nicht nur Straßenbahnen und Busse. Herr Tomsch, was sind Icarus-Busse? Also Icarus-Bus ist eine Firma gewesen aus Ungarn, die nach dem Zweiten Weltkrieg Omnibusse hergestellt hat und nach der Wende leider untergegangen ist. Und die DDR war einer der Länder, die die meisten Icarus-Busse importiert hat. Wir haben also hier in Cottbus schon seit 1954 Icarus-Busse und haben die letzten Busse 1990 erhalten. Und 1995 vor der Bundesgartenschau wurde der letzte Icarus-Bus in Cottbus ausgesondert. Okay, vielen Dank, Herr Tomsch. Das Sammeln und Restaurieren von Oldtimern ist ja ein sehr beliebtes Hobby. Auch in den Werkstätten von Cottbusverkehr wird ein Oldie restauriert, und zwar ein Icarus-Bus aus dem Jahr 1954. Herr Tomsch, wie lange arbeitet Cottbusverkehr schon an diesem Oldie? Ja, Cottbusverkehr arbeitet schon seit über 15 Jahren an diesem Projekt und wir hoffen, dass wir ihn nun bald fertigstellen können. Wann können wir mit dem Ergebnis rechnen? Unsere Zielstellung ist, zum 18. Mai, zum 6. Icarus-Treffen bzw. zum Tag der offenen Tür, den Bus präsentieren zu können. Und das ist ein gutes Stichwort, liebe Zuschauer. Dazu lade ich Sie nämlich jetzt schon recht herzlich ein zum 6. deutschlandweiten Icarus-Treffen hier bei uns auf dem Betriebshof am 18. Mai, verbunden mit einem großen Tag der offenen Tür bei uns und auch bei der Parkeisenbahn. Beide Veranstaltungsorte werden mit einem historischen Shuttle miteinander verbunden. Es gibt viele Attraktionen für Groß und Klein. Ein Korso durch die Stadt, vorbeikommen lohnt sich. Und wer noch auf der Suche nach einem passenden Ausbildungsplatz ist, kann sich gern bei uns bewerben. Wir suchen Fachkräfte im Fahrbetrieb, Zerspanungsmechaniker und Industrieelektriker. Die Bewerbungsfrist für den diesjährigen Ausbildungsstart läuft noch bis 31. Januar. Die Bewerbung kann per Post oder per E-Mail direkt an Cottbusverkehr gesendet werden. Details zu den Stellenprofilen finden Ausbildungssuchende auch auf unserer Internetseite cottbusverkehr.de/karriere. Liebe Zuschauer, das war Einsteiger TV für heute. Ich freue mich sehr auf das nächste Mal. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Achtung, Männer, das Angebot der Woche bei Expert ist extra für euch, denn den braunen Series 5530S bekommt ihr jetzt für nur 74 Euro. Und den braunen EN10 Ohr- und Nasenhaartrimmer gibt's direkt dazu. Hier sind die Features im Überblick. Der Braun Series 5 ist vollgepackt mit hochmodernen Technologien für eine perfekte Rasur. So arbeitet der Powerdrive-Motor mit konstanter Hochgeschwindigkeit, selbst bei dichtem Bartwuchs. Der in 8 Richtungen flexible Rasierkopf passt sich dabei auch schwierigen Konturen mühelos an.
Die Crosshair-Klinge erfasst sogar sehr kurze Stoppeln. Und für noch mehr Gründlichkeit sorgt die Ultra Active Lift-Technologie. Der Mitteltrimmer hebt nämlich flach anliegende Härchen vor dem Schneiden an. Und zwar mit über 290 Bewegungen pro Sekunde. Bärte und Koteletten stylt ihr mit dem Präzisionstrimmer. Und damit ihr auch unterwegs gut aussieht, liegt ein weicher Reisebeutel bei. Übrigens, dank der automatischen Stromanpassung müsst ihr euch auch im Ausland keine Gedanken um die Stromspannung machen. Aber das ist noch nicht alles, denn bei diesem Angebot der Woche gibt es den Braun EN10 direkt dazu. Der Ohr- und Nasenhaartrimmer sorgt für präzise und effiziente Haarentfernung ohne Ziepen. Natürlich sind beide Produkte unter fließend Wasser abwaschbar. Holt euch das Braun-Komplettpaket jetzt für nur 74 Euro bei Expert. Und zwar online auf expert.de oder in teilnehmenden Expert-Märkten in eurer Nähe. Und noch ein Tipp: Aktuell könnt ihr euch einen Teil des Geldes mit der Cashback-Aktion von Braun zurückholen. Alle Infos dazu findet ihr auf der Produktseite auf expert.de. Die kommende Nacht wird die kälteste Nacht der Woche. Die Temperaturen liegen bei minus 6 Grad. Auf den Straßen kann es also glatt werden, der Himmel ist dicht bewölkt. Der Freitag startet mit mehr Wolken als Sonne. Im Laufe des Tages bleibt die Wolkendecke geschlossen. In der Nacht schneit es bei Werten um minus 4 Grad. Samstagmorgen kommt es zu leichten Schneefällen. Die Temperaturen steigen tagsüber auf 2 Grad an. Der Schnee geht dann in leichten Regen über. In der Nacht sinken die Temperaturen nicht unter den Gefrierpunkt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie ist das eigentlich mit einem persönlichen Update? Zum Jahresanfang setzen wir viele Dinge automatisch auf Null zurück oder starten neu. Eine Aktualisierung wird vielleicht nötig. Am Computer und Smartphone werden wir regelmäßig daran erinnert, Updates auszuführen, damit immer die neueste Version von diesem oder jenem Programm vorliegt. Manchmal nerven mich diese Erinnerungen schon sehr. Doch wie ist das mit unserem eigenen Leben? Sind wir da auch immer auf dem aktuellen Stand? Was bestimmt unser Leben? Arbeit, Mode, Erwartungen anderer? Wie viel Platz räumen wir dem Glauben und unserer Familie ein? Es ist wichtig, sich regelmäßig daran zu erinnern, dass auch das eigene Leben ein Update braucht. Wir müssen uns bewusst machen, was uns im Leben wichtig ist und was oder wer uns leitet. Der Glaube kann dabei eine große Hilfe sein, denn er erinnert uns daran, dass nicht zählt, was Menschen von uns denken, sondern wie wir selbst uns sehen. Wir sind in den Augen Gottes unendlich wertvoll, auch wenn unsere Ziele nicht unbedingt immer denen der Gesellschaft, denen übereinstimmen. Es ist schwer, unter all den Möglichkeiten zu wählen, was wirklich wichtig ist, welcher Weg der meine ist. Wir bitten daher Gott, leite und begleite uns, damit wir das Ziel des Lebens aus den Augen nicht verlieren. Segne uns auf unserem Lebensweg. Kommen Sie gut durch die Woche.
Wir schauen auf Ihre Gesundheit. Ihr Team von der Apotheke an der Priomühle. Nutzen auch Sie die Vorteile unserer Prio-Kundenkarte mit 20% Rabatt auf alle nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel. Handwerk zum Anfassen. Fast 300 Aussteller aller Branchen präsentieren auf der 29. Handwerkerausstellung Meisterhaftes und Handwerkliches aus unserer Region. Auch diesmal mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Spree-Neiße. Glücklich im Eigenheim und mit bester Altersvorsorge. Die Sparkasse präsentiert Ihnen auf der Ausstellung über 400 Immobilienangebote vom Grundstück bis zum Einfamilienhaus. Sparkasse Spree-Neiße, sicher, stabil, solide. Es ist der absolute Wahnsinn. Ich gehe auf Tour, wir gehen auf Tour mit der Band. Kommt vorbei, kommt zahlreich vorbei, bringt eure Familie mit. Ich freue mich wie Sau. 13 Städte, 13 Dates. Wir könnten auch 2 Dates haben oder 3 oder auch 13 Dates. Auf jeden Fall haben wir ein Date, weil auch ich bin aufgeregt auf ein Date und freue mich auf euch und ich hoffe, ihr seid auch aufgeregt. Wir machen die Kerzen an, heben die Rosen hoch und ziehen uns aus. Lasst uns lachen, weinen, tanzen. Und du spürst, wie du wächst, wie du dich nach den Sternen streckst.